Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETR 2 auf der Ungary Map 0.928. Tja, für die Version 1.23 von SCS. Tja, ich habe schon mal so ein paar kleinere Touren gemacht und auch diese Tour, die wir jetzt machen, gerade mal 25 Kilometer, aber ich habe schon festgestellt, der Maßstab der Map ist 1:3 angepasst und es steht immer viel Zeug rum und es ist viel Verkehr, da können 25 Kilometer ganz schön lange dauern. Die letzte Tour auch 25 Kilometer, ein bisschen an roten Ampeln rumgestanden, ein bisschen im Verkehr mit Stau gestanden und zack, war auch ratzifatzi dreiviertel Stunde um. Also mal lieber schnell rein hier in den Volvo. Wir befinden uns hier noch in Level 1, ne? Gerade angefangen. Wir haben noch keinen eigenen LKW. Und wir müssen jetzt quasi mit dem arbeiten, was der Chef uns hier so hinstellt. Und das ist diesmal dann halt ein Volvo FH16. Ja, mit 22 Tonnen Ladung. Irgendwohin auf der Ungarn-Map. Ja, und ihr seht die Höfe schön vollgestellt. Also wenn man dann hier, ja, sie haben Post, das ist nett. Wenn man denn hier irgendwo ankommt beim Kunden und soll einparken, kann man da ganz schnell ganz viel Spaß haben. Wir kommen da hier gerade so raus, ne? Also so den Frachthof hier mal aufräumen, da halten die hier nicht so viel von, ne? Der ist also, finden die hier nicht so toll, die Idee. Da stehen schon wieder die Schergen, ne? Muss ja nach da gucken. Tja, ab und zu muss man sich immer so ein bisschen in den Verkehr reindrängeln. Sonst hat man hier partout gar keine Chance rauszukommen, ne? Wenn sich die KI dann mal nicht so einig ist, dann, wenn möglich auch gern mal über den grünen Streifen abkürzen. Sonst steht man hier, glaube ich, Stunden. Das kann also wirklich lange, lange dauern, wenn man hier so mitten ins Getümmel kommt. Musste auch schon leider feststellen, ne? Mein PC und die Map. Er ist zwar nicht der schlechteste, er ist zwar auch nicht der beste, aber er hat hier doch mit dieser Map, war hier relativ viel auf kleinen Raum dann auch in den Städten dargestellt werden muss, hat er zu kämpfen. Er hat da wirklich mit zu kämpfen. Deswegen wollen wir mal sehen, dass das hier vielleicht eine möglichst ruckelfreie Aufnahme wird. Ich wollte jetzt aber auch nicht zu viel an den Grafikeinstellungen runterschrauben. Ich könnte natürlich von hoch auf mittel gehen, das wäre jetzt nicht das Problem und es wird wahrscheinlich auch immer noch gut zu sehen sein, alles. Aber nee, wenn man es auf hoch hat, dann will man es ja eigentlich auch auf hoch lassen. Ihr kennt das Problem. Bloß nichts an den Einstellungen ändern. Ich will alles auf hoch. Tja, viele Dörfer, viele Städte, also so wirklich schnell kommt man hier dann auch nicht voran. Ne? 50 Stundenkilometer ist, glaube ich, also. Dann hat man die Höchstgeschwindigkeit, wenn man rauskommt aus dem Ort 70 und das war's dann meistens auch schon wieder ganz schnell, weil entweder kommt dann Verkehr oder es kommt halt die nächste Stadt. Viel schalten, na, wer selber schaltet, hat hier ordentlich zu tun. Auch das habe ich auf den ersten Kilometern leidvoll erfahren dürfen, die erste Tour gleich mit dem 310 PS Iveco. Brauche ich euch nicht erzählen, ne? Da schaltet man wie ein Weltmeister. Soll ich wirklich mal auf die Autobahn? Oh, Premiere. Dritte Tour und dann darf ich dann doch schon mal auf die Autobahn. Wow. So. Rum mit dem Volvo. Das ist jetzt also wirklich, dass ich auch noch auf Autobahn darf. Sage ich euch gerade, ja, hier, ne? Nur 50, ab und zu mal 70. Aber jetzt darf ich sogar mal auf die Autobahn. Das ist schön. So, ist bestimmt aber nur ein kurzes Vergnügen, wie ich mein Glück so kenne. Ich dränge mich mal rein hier, ne? Keine Zeit hier. Ja. Thema Autobahn schon wieder vorbei, würde ich sagen. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Und ihr seht auch, also wirklich reichlich Verkehr hier die ganze Zeit unterwegs.
Da hat man immer reichlich Leute um sich rum und es stehen auch viele Dinge einfach nur an der Seite rum, ne? LKWs, PKWs, Menschen auch. Alles wird hier so ein bisschen doppelt und dreifach daneben gestellt. Also viel, viel, viel zu gucken, habe ich schon festgestellt. Sei es Werbetafeln und was hier man so alles an die Seite gestellt hat. Also von der Optik her, die Map bietet so einiges. Ist dann natürlich auch etwas rechenintensiver. Das darf man an der Stelle dann aber auch wieder nicht vergessen. So, was hier los? Achtung, ich komme. Ich glaube, ich habe Vorfahrt. Glauben heißt zwar nicht wissen, aber ne, wer zweimal hupt, hat immer recht. Tja. Noch im Leih-LKW, würde ich mal sagen, unterwegs. Upsala. Da hat sie es auch eben mal gut gemeint. Kurzer Ruckler hier. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. So, zwei Spuren hier und 80. Aber ihr seht, wir sind schon einen Augenblick unterwegs und wir haben zarte 10 Kilometer bis jetzt geschafft. Auf den anderen ETS-Maps 10 Kilometer, ne? Was ist das schon? Wenn man dann nur so noch 100 Rest hat, weiß man eigentlich immer, oh, 100 Kilometer noch, in 5 Minuten bin ich da. Also 5 Minuten Real Life. Tja, hier ist das, ne? 10 Kilometer quasi gefahren und, tja. Auch schon 6 Minuten, 7 Minuten umgegangen, so ungefähr. Dann natürlich immer dieses Einparkerlebnis, wenn man da wirklich eine Firma trifft, die so wie eben unsere Abfahrtsfirma den Hof so richtig vollgestellt hat, dann kann man wirklich erstmal einmal aussteigen und dann erstmal gucken, wie komme ich denn hier jetzt am besten rein. Das Ganze auch eine Standalone-Map, das heißt also, es wird nicht auf die SCS-Map aufgebaut, sondern das ist es wirklich eine eigenständige Map hier. Mit der ich mich auch irgendwie ganz schön konzentrieren muss, dass ich hier immer die Straßen richtig treffe. Ne? Viele Baustellen auch teilweise mit sehr eng abgesteckten Hütchen, die einen dann so in die andere Verkehrsspur bringen. Also interessant gemacht das Ganze. Wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Mit Überbreite möchte ich hier jetzt nicht unbedingt unterwegs sein. Ich will kurz stoppen, ne? Und ihr seht, da stehen sie dann auch schon wieder. Will einer vorne links abbiegen, ne? Dann staut sich das gerne mal schnell bis Mappen. So, du stehst, du bleibst auch stehen. Tja, ne? Wir drängeln uns einfach rein und dann sehen wir immer so, was passiert. Bis jetzt war die KI irgendwie immer noch gerade so gnädig, dass sie mich da durchgelassen hat. Und was man hier so an Werbung an den Straßenrändern hat, das habe ich meistens nicht mal sonntags in der Dorfzeitung hier. An Werbung. Also hier wird Werbung gemacht. Was können wir hier günstig kaufen? Ein Klappstuhl. Ah ja. Ein Klappstuhl können wir hier kaufen. So, 70 Attacke würde ich mal sagen. Alles, was der kleine Volvo so kann, ne? Ja, auch gerne die Gendarme am Straßenrand dann. Sieht man immer so, da stehen dann so zwei Mannequins, haben einen riesen Kasten vor sich aufgebaut, weiß man gleich. Oh, Blitzerfoto. Aber sobald man auch ein bisschen außerhalb ist hier, ja, da läuft das Ganze dann flüssig. Da hat man überhaupt keine Probleme, aber auch hier, ne, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Zumindest kommt uns viel Verkehr entgegen. Und Werbung, da ist sie wieder. Was kriegen wir hier? Ja, konnte ich nicht so genau erkennen. Muss was ganz Tolles gewesen sein. Vorne stehen schon wieder. Ne? Bußgeld-Gendarme, 30 wieder. Und dann haben wir hier diese tolle Verkehrsführung. Ich glaube, da ist sie. Ist ein Unfall, ne?
Schaulustiger. Ja, sowas muss man, ne? Wenn man sowas mal sieht, da muss man dann ja auch gleich, ja, ich fahre ja gleich weiter, warte ich. Ja, ist ja gut. Meine Güte, nicht mal in Ruhe. Bildzeitung für die Bildzeitung kann man hier mal. Foto meinte ich. Nicht mal ein Foto für die Bildzeitung kriegst du hier in Ruhe hin. Denn so toll werden die Touren jetzt mir hier am Anfang noch gar nicht bezahlt. Da muss man dann so einen kleinen Nebenverdienst, ne, mit Bilder machen für die Bildzeitung. Denn für 25 Kilometer könnt ihr euch jetzt grob vorstellen, was wir für die Tour so kriegen. Ich glaube, das sind zarte 700 Euro jetzt gerade. Ja, wobei, wenn man jemand wirklich dann eine längere Tour irgendwann mal annimmt, wenn das Level ein bisschen höher ist und man hat seinen eigenen LKW womöglich und dann heißt es so, dann fahr mal los vom einen Ende zum anderen. Puh, ich glaube, da kann man einen Tag mal investieren, habe ich so das Gefühl. Hier wirklich auch viel über Landstraße fährt, viele Dörfer dann halt auch immer da sind und ich war viel zu schnell, wollte ich gerade sagen, und da kam auch gleich schon die Strafe dafür. Ich fahre doch viel Klick. Ja, ja. Ich fahre doch viel und das war's. So. Ich sehe doch im Navi schon das Ziel. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, mit den Ortsnamen, ich würde euch ja jetzt gerne auch immer sagen, wo wir denn gerade so hinfahren, aber ich muss zugeben, ich habe mit der Aussprache der Ortsnamen hier leichte Probleme. Was soll ich sagen? Ne, als Norddeutscher kann man gerade mal Hamburg, Flensburg, ne, Rendsburg. Das war's dann eigentlich auch schon, ne? Der Rest, überall wo nicht Burg hinten drin ist, das kann norddeutscher Hamburger Jungen halt nicht aussprechen. Der geht nicht. Da haben wir eine Sprachblockade. Das war knapp. Eieiei. Ja, Straßen nicht sehen zwar bereit aus, ne? Aber wenn die Kurve dann erstmal da ist, dann huh, sagt man huch. So, zu TNT wollen wir. Das klingt schon mal so, als ob es eine größere Firma sein könnte. Und mit Glück der Hof da vielleicht auch aufgeräumt ist. Ich will es zwar nicht so beschreien. Oh, da war schon wieder viel zu knapp. Oh, hier kann man Tomaten kriegen, günstig. Ihr seht, wenn ihr nur mal links und rechts guckt, was hier so an PKWs dann alle steht. Na, manche eins auch sehr wild geparkt, muss ich dazu auch mal sagen. So, da stand auch ein LKW ebenso doof im Weg, ne? Ja, nicht nur einer. Tja, dann wollen wir mal gucken. Vorsichtig rantasten und dann schon mal nachschauen, wie man denn da reinkommen soll, ne? Ja, TNT. Scheint hier in der Region TNT aber auch nur eine Hinterhoffirma zu sein. Mal kurz anhalten und aussteigen und gucken. Mal sehen, ob man schon was sieht. Ja. Okay, das könnte theoretisch. Ich weiß nicht, ob wir da hinten um die Kisten rumkommen. Ach, was soll's. No risk, no fun. Wir versuchen das jetzt einfach. Versuchen da jetzt so reinzukommen, da hinten dann zu drehen und ja, dann schauen wir weiter. Ja, das nennt man Lagerorganisation hier, ne? Hier wird alles einfach mitten auf dem Hof gestellt. LKW-Fahrer so zusehen, wie er raufkommt. So, aber Glück gehabt, ne? Ich hätte jetzt vermutet, hier der Palettenstapel, der geht womöglich bis hinten durch. Dieser viel zu viel Freifläche, das kann auch noch als Lagerfläche genutzt werden. Jetzt habe ich die auf blöde Ideen gebracht, fürchte ich. So, mal elegant drehen. Irgendwo hier ist unser Haltepunkt. Also war wohl doch gleich nochmal so ein bisschen rückwärts, ne? Södele. Kraftfahrer von Welt, steckt mal den Kopf aus dem Fenster.
Siehst du wohl was? Puh, sind wir doch schon angekommen. Haben wir doch gemeinsam die ersten Kilometer auf der Ungari-Map geschafft. Schöner Hinterhof hier wieder, ne? Meine Herren, du. Wahnsinn. Tja, ich glaube, wenn es euch auch gefallen hat, also mir gefällt die Map, weil sie so eng zusammengewurstelt ist quasi, schon ziemlich gut eigentlich. Man hat halt viel zu tun dabei, ne? Nicht einfach nur Autobahn fahren wie sonst auf den Maps. Nö, hier geht alles etwas langsamer und gemächlicher voran und deswegen denke ich, das könnte eigentlich mal eine nette Alternative sein. Mal sehen, was ihr so davon haltet. Tja, und ansonsten hier mit dieser Bombensensation, dass wir jetzt auch auf der Ungari-Map unsere ersten Kilometer abgerissen haben, kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Ach, macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.